Kapitel 2. Die Töchter des Mondes. 3 Wochen später, irgendwo im Vorgebirge des Berges hier. Nigel. Nun denn, der erste, der von den guten brennenden Legion kam, war... Ich mache meine Eule. Hey, bist du doof? Greif doch nicht an! Ist die doof? So. Ach, auch schon bemerkt. Ja, aber deswegen greifst du an. Nee, du bist nicht besonders klug. So, der erste war Harker, der Hundemeister. Gut. Der erste war Harker, der Hundemeister. Das war auch so ein Unheilshüter. Und der war ziemlich stark. Der hatte halt Hunde, diese Teufelsjäger. Die Illidan selbst dann, also Magiejäger hießen die damals, die Illidan dann selbst ausgesaugt hat. Was ich ziemlich cool finde eigentlich. Illidan ist sowieso ein wenig cool, aber ich weiß nicht, der ist so unsympathisch ein wenig. Auch wenn alle ihn total mögen, ich mag Arthas viel, viel mehr als Illidan. Weil Illidan ist eigentlich so unverständlich, meiner Meinung nach. Also manchmal, ganz ziemlich oft. Ich komme ja trotzdem die Schuhe der Beweglichkeit und die Klauen des Angriffs. Subi. Will ihr die? Nein! Also können wir uns unsichtbar machen, weil wir Nachtelf sind und nachts können wir uns unsichtbar machen. Mann. Die Verkuppeln ist echt scheiße. So, der zweite, also Xavius Leiche war halt im Schloss von Königin Ashara. Und Königin Ashara warf ihn in den Brunnen, könnte man sagen. Nee, er wurde halt von Sargeras, dem Lord der brennenden Legion, gesegnet. Also die nennt es gesegnet. Aber eigentlich wurde er von dem berührt. Und also wurde Xavius, der Nachtelf, zu Xavius, dem Satyr. Er war der allererste Satyr, so wie halt Malfurion der erste Druide war, war er halt der erste Satyr und kämpfte wieder gegen Malfurion und gegen halt, die kämpften halt immer weiter. Ich kann dir jetzt nicht jeden Kampf erzählen, aber die kämpften halt weiter gegen die brennende Legion und dort wurde er halt schon wieder von Malfurion getötet. Also nein, das kann ich noch nicht erzählen. Danach kam der gute Manneroth nach Azeroth und befehligte halt auch die Armee, gegen die Illidan und alle kämpften. Ihr kennt das. Die kämpften halt auch weiter gegen die. Illidan war halt, ist halt in der Armee immer weiter aufgestiegen und war halt einer der Anführer. Und gut, wir haben hier abgelenkt. Wurde halt einer der Anführer und die kämpften halt weiter gegen die brennende Legion und so weiter. Und oh, hier unten, da ist Chandris. Wir müssen zu Chandris, damit sie nicht stirbt. Weil Chandris ist die sozusagen eine Tochter von Tyrande. Und die halt damit er, der wurde halt immer stärker und kämpfte halt auch immer wieder gegen die brennende Legion. Und gewann auch immer wieder Kämpfe. Hatte halt
Suramann nicht wieder zurückerobert, aber schon gut verteidigt, könnte man sagen. Subi, wir haben wieder Nachtelfen. Jetzt zerstören die Zelte, damit da können nämlich Sachen drin sein. Ui, oder ein Mensch. Der hat wahrscheinlich geschlafen. Scheiße. Was ich jedenfalls sagen wollte. Gut, die brauchen wir ja nicht angreifen. Bringe Überlegenheit. Warum eigentlich nicht? Naja. Also ich schleiche mich jetzt hier erstmal vorbei. Wir gehen trotzdem erstmal da durch. Nein! Wir verlieren! Warum sind die alle so doof? Ah, wir haben neue. Das ist ja wahrscheinlich gut. Und Xavius wurde halt ein Satyr und Illidan wurde halt auch wieder alles zurückerobert. Und das Problem war aber, die Drachen, die Legion schien zu gewinnen, aber die Bronzedrachen, die Magiedrachen, also die blauen Drachen, die Bronzedrachen, die roten Drachen, die schwarzen Drachen und die grünen Drachen machten einen Pakt, dass sie den sterblichen Völkern helfen und die brennende Legion zu besiegen. Das, weil sie nämlich den Brunnen eigentlich beschützen sollten. Die waren nämlich die Beschützer des Brunnen oder beziehungsweise die Beschützer des Planeten von den Titanen. Und das machten sie auch. Und Todesschwinge, das habe ich schon gesagt, der Anführer der schwarzen Drachen, Neltharion, war halt so gut und hatte eine Idee. Der wollte nämlich ein Artefakt erschaffen, wo alle Macht der Drachen gespeichert ist. Diese Macht der Drachen, diese Supermacht der Drachen, wollten die halt nutzen, um die Legion zu besiegen. Das wollten die halt machen und gaben halt ihre Essenz in diese Drachenseele. Die hieß Drachenseele. Diese wurde jedenfalls doch dann von Neltharion, hatte aber andere Pläne damit. Er hörte ein Flüstern in der Erde und diese sagte ihm, er soll diese Drachenseele machen. Och, warum machen die das immer, ey? Der hatte halt dieses Flüstern, dass er das machen sollte und deswegen machte er es. Und dieses Flüstern wurde halt immer lauter und bis er halt die Drachenseele gemacht hatte, diese Drachenseele hatte er gemacht und verriet sozusagen die anderen Drachen. Und der schwarze Drachenschwarm wurde halt böse und verriet die anderen Drachen. Und aber trotzdem kämpfte der gute Todesschwinge gegen die Legion. Als weiterer Kommandant kam der gute Archimond aus dem guten Brunnen der Ewigkeit, den man schon gerade gesehen hat, dieses blaue, den blauen Iridara. Supi. Doch, irgendwie schon. Hä? Ach, ich verstehe. Gut. Gut. Was ich jedenfalls sagen wollte, ist, dass, wie ich bereits gesagt habe, haben die halt dagegen gekämpft. Ich bin gerade ziemlich raus gerade. Oh ja, ein Unheilshüter, die lassen wir mal. Mann, macht euch unsichtbar. Und Archimond kam halt aus dem guten Dings raus, also aus dem Portal. Und in der Zwischenzeit
In der Zwischenzeit kämpfte Xavius gegen Myfurion und Xavius schien zu gewinnen, weil er viel, viel stärker und viel mächtiger war. Und aber der gute Myfurion hatte eine Idee. Er machte diesen guten Xavius ich verwechsel da gerade was, jetzt habe ich es mir wieder eingefallen. Während diesem guten Ding, während diesem Kampf gegen, wo Archimond kam, kämpfte halt Archimond Jarod Schattensang. Archimond kämpfte gegen Jarod Schattensang, dem auch einen starken, der Anführer der Nachtelfenarmee, genau, das war der Anführer der Nachtelfenarmee überhaupt, also der war der Hauptsoldat, könnte man sagen, der Hauptangreifer, könnte man sagen, der Hauptverteidiger der Nachtelfen, und er hatte nicht die ansatzweise eine Chance gegen den guten Archimond. Archimond spielte halt nur mit dem guten Jarod Schattensang, und er spielte halt mit ihm, und er schien wirklich zu verlieren, was ja auch irgendwie klar ist. Und auf einmal kamen aber die guten... Okay. Der kämpfte halt gegen den guten und verlor, ist ja klar. Und er schien wirklich zu verlieren, aber dann kamen auf einmal die Drachen mit der Drachenseele, also Neltharion mit der Drachenseele, griff halt Archimond an, und Archimond wurde dadurch zurückgeschlagen, und Archimond wurde halt zurückgeschlagen und schaffte es nicht, sich wieder zu erholen, sozusagen, erstmal. Und ich möchte euch hier was Kleines zeigen, was ziemlich lustig ist. Ist ein Easter Egg, man könnte fast schon sagen, ein Let's Talk Warcraft Mysteriöses, wie so oft. Xavius wurde halt von Myfurion in einen Baum verwandelt. Das habe ich noch gar nicht erzählt, scheiße. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade labere. Ich kann es nicht mehr so gut, dieses Buch. Und ich kämpfte halt gegen Jarod Schattensang, Archimond, genau da war ich, kämpfte gegen Jarod Schattensang, und Jarod Schattensang verlor. Und dann kam halt Todesschwingen mit der Drachenseele und besiegte Archimond, und tötete auch ziemlich viele Nachtelfen, also der rastete komplett aus. Hier, ein Hydralisk haben wir gefunden. Dieser Hydralisk gehört jetzt uns, das ist ein Easter Egg an StarCraft, ziemlich lustig. Kämpfte halt gegen den Jarod Schattensang. Und verlor wegen Todesschwinge. Todesschwinge wurde dann halt auch irgendwie besiegt. Ich weiß nicht mehr genau wie. Und wurde halt auch irgendwie von denen besiegt. Keine Ahnung wie, keine Ahnung warum, keine Ahnung wieso, weshalb, warum. Aber hat halt verloren. Und weiter ging es im Text, dass... greif schon mal an, Ballisten. Mann. Hat halt auch verloren. Und Illidan war auf einer Mission unterwegs und verlor da alle seine Einheiten. Also die ganze Armee, in der er war, hat verloren gegen die Bandelion. Und er war der Einzige, der gesiegt, also der überlebt hatte, und ging persönlich zum Schloss. Da Tyrande von Ashara, der Königin der Nachtelfen, gefangen genommen wurde. Ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam und so weiter, aber die wurde jedenfalls gefangen genommen von denen. Von der Ollen. Und Lady Vashi war eine gute, die Kammerzofe von Königin Ashara, und die versuchte halt, die kämpfte halt gegen Ashara, gegen Vashi kämpfte die halt ein bisschen, gewann da auch, also die Vashi zog sie wieder zurück, und
Illidan versuchte sie zu befreien. Aber das wollte er dann auch doch nicht und ging zu Ashara und schloss sich der brennenden Legion an. Das Problem war halt, Illidan schien anscheinend zu schwach zu sein, um der brennenden Legion zu gefallen. Also wurde er von Sargeras berührt. Und wurden seine Augenwunden halt ausgebrannt. Er war halt blind. Aber er hatte brennende Augäpfel, könnte man sagen. Und das schaffte er auch. Also er hatte brennende Augäpfel und war halt stärker als jeder Nachtelf. Weil ein Anführer fast der Nachtelfen. Und das war, glaube ich, das zweite Buch von den drei Teiler. Und das nächste erzähle ich euch im nächsten Part. So, im nächsten Part erzähle ich euch halt im dritten Buch, was da so alles passiert. Bis dann.